Sie werden lachen, es wird ernst. Am Dienstag ist Welttag des Buches. Na, und ich feiere den mit meinen drei Lieblingsbüchern. Ja, hier einmal der Regenbogenfisch. Yeah, ne? Dann die kleine Raupe Nimmersatt. Oh. Und mein neuer Lieblingsbestseller, COVID-19, The Great Reset. Jö, ne? Nein, ich hab's aber, muss ich ehrlich sagen, ich hab's auf Deutsch gelesen, ja? COVID-19, der große Umbruch, ne? Ja, vielleicht haben Sie bei Ihrem letzten Demo-Besuch ja schon einmal davon gehört. Hm? Geschrieben hat dieses Buch 2020 der deutsche Gründer des WEF, des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos, Klaus Schwab, gemeinsam mit dem französischen Wirtschaftswissenschaftler Thierry Malheret. Die beiden haben zu Beginn der Pandemie einen Blick in die Zukunft gewagt, ja, dass es durch den Corona-Ausbruch eine neue Chance für die Wirtschaft geben könnte, von der alten Normalität abzugehen und in einer neuen Normalität nach der Krise auf mehr Klimaschutz zu achten oder mehr internationale Kooperation, eine nachhaltigere Ökonomie mit mehr Sozialstaat und weniger Neoliberalismus. Ja, das Geld soll von den Reichen zu den Armen umverteilt werden. Ne? Geld von den Reichen zu den Armen oder wie René Benko sagt, unbedingt. Ganz ehrlich, ich meine, das Buch ist nicht wirklich überambitioniert in der Analyse, aber in seinen Forderungen ganz nett. Mich hat es ein bisschen erinnert an Helfen, Teilen, sich vertragen. Und die Utopie hinter dem Great Reset ist auch nicht gerade neu. Klaus Schwab propagiert sie seit Jahrzehnten. Oder übersehe ich hier etwas? Und das, was da dahinter steckt, liebe Freunde, das ist der Umbau der Gesellschaft. Das ist das, was sich hinter diesem Vokabel Great Reset verbirgt. Die Abschaffung der Nationalstaaten, am besten einen Einheitsstaat, wo dann irgendwo ein paar selbsternannte Eliten uns regieren und kontrollieren. Abschaffung der Nationalstaaten, Einheitsstaat, Eliten, die uns kontrollieren. Man, das steht doch gar nicht in dem Buch drinnen. Ja gut, vielleicht steht es in der kleinen Raupe Nimmersatt. Ne? Die habe ich noch nicht fertig gelesen. Aber ist Herbert Kickl vielleicht kein Fan des WEF? Mir kann der WEF und ähnliche Dinge gestohlen bleiben. Alle pilgern Sie dorthin in die Schweiz zum Co-Check der neuen Weltordnung namens Schwab. Aha. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos planen also die Eliten eine neue Weltordnung. Das ist interessant, aber sagen sowas nicht nur Schwurbler? Wir sind keine Schwurbler. Das ist der FPÖ-Parlamentsabgeordnete Gerald Hauser. Ja, der wird bald im Europäischen Parlament sitzen. Immerhin ist er auf Platz 5 der FPÖ-Liste für die EU-Wahl, wie hier stolz ein FPÖ-nahes Portal berichtet. Nebenbei ist Hauser auch noch Autor, zum Beispiel von seines Buches Und die Schwurbler hatten doch recht. Das gibt es auch auf Englisch, glaube ich, oder? And also, the Schwurblers proved right, in fact, this was the title of the second book. Gut, falls es mit Brüssel nichts wird, kann er immer noch Nachfolger von Rainer Pariasek werden, ne? Wie The Schwurblers proved right, in fact, bereits nahelegt, sind die Corona-Pandemie und der Great Reset Hausers Herzensangelegenheit. Und darüber wird nicht diskutiert. In den letzten zwei Jahren, ich habe über 40 Anfragen zu dieser Thematik gemacht. Ja, aber wieso spricht dann keiner über seine parlamentarischen Anfragen? Ich meine, wir können uns ja mal anschauen, was Herr Hauser von unseren Amtsträgern so wissen möchte, wie hier von Nationalratspräsident Sobotka. Aha, die Corona-Pandemie soll seit Jahren von Eliten geplant gewesen sein? Schon seit 2001 und später immer wieder bei geheimen Pandemie-Planspielen? Aber wenn die so geheim waren, wieso kann man sie dann bis heute sogar vollständig auf YouTube nachschauen? Gut, das Video könnte auch gefälscht sein. Oder diese Anfrage. Sind denn jetzt Zootiere gegen Corona geimpft worden? Der zuständige Minister Johannes Rauch antwortet, dass sie weder getestet noch geimpft wurden. Aber
Man muss ja auch nicht alles glauben, was so ein Minister sagt. Nicht wir sind die Schwurbler, sondern das die Regierung. Ja. Na, denn es war immerhin die FPÖ, die im Winter 2021 aufgedeckt hat, warum in unseren Spitälern so viele Patienten liegen. Da sind ganz, ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen. Davon hört und sieht man in den Medien überhaupt gar nichts. Ja, ich habe auch nichts davon in den Medien gelesen. Gar nichts. Na gut, ja, klar, dass der Spritzenrundfunk wieder einseitig berichtet. Die FPÖ kann eben auch knallharte Fakten, wie hier der FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz, der live im Parlament bewiesen hat, dass Corona-Tests ein Blödsinn sind. Und ich darf jetzt den Test insofern durchführen, dass ich dieses Cola nehme und auf den Massentest, den Sie auch verwenden, auftrage. Ja, der Test war positiv. Ich meine, das beweist doch, dass diese Testerei ein Humbug war, oder? Das müssen doch die Medien berichten. Na klar, ihr Wissenschaftsgeiseln mit eurer Chemie. Aber gut, gehen wir zurück zu den Eliten. Gott sei Dank gibt es da noch Stimmen, die einem die Wahrheit sagen. Immer neue Bedrohungen werden von den Eliten aus dem Hut gezaubert, um die Menschen in Angst, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit zu halten. Neue Bedrohungen, wie es auch FPÖ-EU-Parlamentarier Harald Wilimski anspricht. Das Weltwirtschaftsforum will, dass wir alle nur mehr Käfer und Würmer essen. Hummer, Steaks und Nutten in Davos, Käfer und Würmer für euch. Das ist offenbar das neue Motto in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Aber warum will uns das WEF das alles einbrocken? Was ist denn jetzt der große Masterplan der Globalisten? In letzter Konsequenz, dass wir irgendwann einmal im chinesischen Sozialkreditsystem landen. Total überwacht, bepunktet. Und wenn man sich regierungskonform verhält, auch in Social Media kriegt man Pluspunkte. Wenn man die Regierung kritisiert oder zu viel CO2-Ausstoß hat, keine Ahnung, was auch immer, oder bei Rot über die Kreuzung geht, weil man ja total über Ampeln in China überwacht ist, 5G immer und überall. Danke, Gerald. Jetzt verstehe ich's. Dieses Gefühl habe ich auch, als würden mich durchgehend Kameras beobachten. Plötzlich ergibt das alles Sinn. Aber wohin soll das führen? Wir brauchen nicht das Jahr 1984, George Orwell, den Roman, wo man von einer Gedankenpolizei, und dorthin geht die Reise, die Gedankenpolizei, die, wo wir überwacht werden. Gedankenpolizei, das planen Sie. Aber das kann doch nicht allen egal sein. Und auf dem Weg dorthin, uns die Normalität zu stehlen, spielt die Weltgesundheitsorganisation eine massive Rolle. Sie wissen ja, seit Jahrzehnten wird eine Weltregierung unter dem Dach der UNO vorbereitet. Die Europäische Union war so ein Zwischenschritt, etc., etc. In letzter Konsequenz könnte die WHO das Exekutivorgan einer neuen Weltregierung sein. So ist es. Die FPÖ spricht als einzige Partei die Wahrheit aus, den geheimen Plan des Great Reset und die Machtfantasien der Globalisten, während uns die Mainstream-Medien rund um die Uhr belügen, zusammen mit der gottverdammten Einheitspartei. Ich möchte nur noch laut ausrufen, bitte wacht endlich auf, ihr Schlafschafe da draußen. Ja. Das heißt, kann man bald wirklich nur mehr eines sagen. Gute Nacht, Waffe! Nicht wir sind die Schwurbler. Nicht wir sind die Schwurbler. 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 Sind die Schwurbler.